Wir haben uns vorgenommen, den Zimmer zu wechseln, aufgrund der... Ja, diese Klimaanlage auf dem Dach gegenüber war wahnsinnig laut. Genau. Und die wird eingeschaltet morgens um 6 und läuft den ganzen Tag. Man merkt das nicht, wenn wir draußen sind, aber wenn wir abends sitzen, wow. Genau, und ich konnte nie wirklich morgens aufstehen und da einfach zu sitzen, und weil es war einfach für mich sehr laut, und zweitens, der Gebüschdruck war einfach zu dicht. Man muss tatsächlich ein bisschen aufstehen, ein bisschen was zu sehen. Ja, die ist halt gemauert, und wenn man sitzt, kann man den Himmel sehen und so ein bisschen die Dächer von dem Hotel. Eigentlich auch schön, aber es ist schöner, mehr zu sehen. Genau, und dann haben wir uns vorgenommen, zur Rezeption zu gehen, einmal so ein bisschen zu beschweren, ne? Beschwerden, aber auf nette Weise. Ja. Und haben wir ein tolles Zimmer bekommen, was jetzt uns werde euch zeigen, ne? Ja, genau. Und jetzt geht's los. Das ist im dritten Stock oder zweiter Stock? Jetzt sind wir im zweiten Stock. Genau, das Zimmer ist 3350. Jetzt gehen wir rein. Es sieht eigentlich identisch aus, was wir sonst haben. Ja. Aber wir zeigen nochmal, wie der aussieht. Okay. Wir haben schon jetzt ein bisschen eingeräumt. Ziemlich gleich, nur die andere Richtung, ne? Die Klo und so weiter. Stimmt. Genau. Gleich. Aber eigentlich schön, ne? Oder? Ja. Badewanne ist so wie da. Ziemlich gleich. Flur. Auch das gleiche. Genau. Neue Kleiderbügel. Safe. Hier haben wir schon ein paar Sachen sortiert. Ja. Schöne Spiegel hier vorne. Das Bett haben wir King Size, Doppelbett, ne? Sozusagen. Auch das gleiche. Wir haben keinen großen Schrank, und wir haben neue Kühlschrank, man sieht, ja. Der leiser ist, der brummt nachts mehr, so wie der andere. Bei dem anderen musstest du den Stecker ziehen. Genau, bei den anderen habe ich die Stecker rausgezogen, weil ich konnte einfach nicht schlafen, es war zu laut. Es war sehr laut gebrummt. Genau. Und, der ist, und hier gibt es auch diesen, kein großer Schrank vorne bei uns, da stand. Wir hatten vorher einen, wo der Fernseher versteckt war, ne? Genau. Ein bisschen Ambiente, wie sagt man das? Schön. Ja, schöne grüne Sofa, wie man sieht. Sieht toll aus. Klein Tisch, Desk, ne? Spiegel. Da sind wir. Hallo. Genau. Der Blick von hier, wie das aussieht. Und jetzt zeigen wir, was komplett ist, was ihr noch nie gesehen habt. Jetzt wird's windig. Heute haben wir ein bisschen stürmig, aber immer noch sehr warm. Schau mal, liebe Leute, es ist ein bisschen windig. Aber guck mal den Blick hier. Hübsch, ist das nicht der Hammer? Christiane? Man sieht auch ein bisschen Berge. Siehst du, Christiane, schau mal. Ach, haben wir die auch. Guck mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist ja geil, ne? Cool. Man sieht manchmal da Leute reiten mit den Pferden. Stimmt, da am Strand entlang, ne? Genau. Und ja. Ja, ich bin sehr zufrieden. Danach wollen wir da lang gehen, ne? Das spazieren. Das ist da, wo Leute müssen sich austragen lassen, und dann geht man da, ne? Genau, man muss sagen, aus welchem Hotel man kommt, und ich weiß gar nicht, wer man ist, nicht. Eine Zimmernummer muss man noch angeben, und dann genau. Darf man diesen Teil da betreten. Aber super. Ich bin zwei Zimmer weiter. Sag mal, boah, welche? Zwei Zimmer weiter. Du kannst uns schon begrüßen, oder? Hier, links gehen, guck mal. Bisschen Zirkus. Ich wollte gerade nur sagen, ich kann ja dann darüber gehen, aber die Nachbarn haben gerade den Tür offen. Also, okay. So, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, live aus Ägypten. Live aus Ägypten. Wir haben heute war das die erste Nacht in diesem neuen Zimmer. Oh ja, und wie schön leise das war. Genau, wir haben die Fenster aufgemacht. Wir haben wirklich den Rausch von das Meer wirklich genossen. Und den Wind. Und wir haben sehr gut geschlafen. Und gestern haben wir auch wirklich eine Stunde Tag gehabt. Das werdet ihr alle sehen natürlich. Und jetzt, bevor wir weiter was machen wollen, ne? Ja, wir wenn wir hier fertig sind mit Shisha rauchen, werden wir wieder zum Strand gehen. Da sind schon Plätze reserviert für uns. Genau. Wir haben hier mein Bruder ist richtig aktiv. Der steht morgens auf und legt die Handtücher am Liegen, und die kommen wie Königin. Ja. Am Strand. Und bevor wir gehen, wir machen diesen bisschen chillen, ne? Sozusagen. Ja, ja. Wir mussten hier auf dem Zimmer warten, weil Lucys Safe nicht mehr aufging. Wir chillen erstmal noch 20 Minuten, 25 Minuten, dann gehen wir langsam, ne?
Nehmen wir die Maske mit. Was wollen wir heute machen? Punkt. Kugada. Kugada? Heute Abend? Können wir machen. Ja. Heute ist windig. Ich habe gerade nachgeguckt. Morgen und Montag soll richtig gutes Wetter sein. Montag, 27 Grad. Ich rauche gerade das beste Shisha, das es überhaupt gibt. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Minze und Traube von Alfaha. Ich empfehle euch, kauft nichts anderes als diese Marke. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, oder? Ja. Ja. Okay, ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kannst du uns erzählen, wie ist das überhaupt für dich, nochmal in Ägypten zu sein? Ja, also ich war nicht immer der größte Fan von Ägypten, wegen den Menschen, weil die ein bisschen aufdringlicher sind. Aber ich finde, dieses Mal geht das voll fit. Wir waren aber noch nicht in Hurghada, in der Stadt. Da wird es anders sein. Definitiv, ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen ausgetrickst. Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, einfach mit dem nicht diskutieren. Und die Sonne knallt. Eisfinger. Guten Morgen, alle Lieben zusammen. Unser wirklich letzter Tag hier in Hurghada. Nach 14 Tagen Aufenthalt. Es ist soweit. Ja, leider. Genau. Der letzte Tag, wie man sieht, es ist perfekt. Es ist natürlich super traurig, Ägypten zu verlassen. Aber es muss sein. So ist das Leben. Ne? So ist das Leben, genau. Ja, und was haben wir heute noch vor dem letzten Tag? Heute wollen wir nochmal das Hotelgelände verlassen und diesen ja, fast schon einsamen Strand besuchen. Genau, wir wollen euch noch ein bisschen zu euch zeigen und so ein bisschen den Hotelgelände verlassen und so ein bisschen spazieren gehen. Eventuell gehen wir noch da lang, da wo wir andere Hotels sind in diesem Boot, wenn wir noch Zeit haben und Lust. Na, Christiane? Ja, machen wir. Genau. Ja, heute werden wir wahrscheinlich noch sehr super traurig alle sein, weil wir haben das wirklich alle genossen. Auf jeden Fall. Wetter hat natürlich uns super begleitet. Es ist ein Traumwetter. Ne? Ja, es ist der 12. Dezember. Mhm. Hallo. Genau. Eine Sonne. Und momentan fühlt sich wirklich wie 26 Grad, 28 Grad jetzt. Ja, ja. Ne? Haben wir heute ein bisschen Wind, aber das ist auch schön. Deswegen haben wir diese Mikrofone mitgenommen, dass wir am Strand längs laufen können, ohne ohne Windgeräusche. Ohne Windgeräusche, ohne weniger Geräusche. Ups! Ups! Genau. Guck mal, der Wind hat die Wolken weggepustet. Das war aber gut. Wie? Gute Aufgabe. Guck mal, ich sehe keine Wolke und es ist perfekt wieder der Himmel. Mal kann nicht wahr sein. Gut. Ich habe gelogen. Ich packe sie morgen im Flugzeug, du fliegst zurück. Ich bleibe. Ja, ja, von wegen. Ich habe Zeit. Ich weiß. Geld? Naja, könnte ich ein bisschen ausleihen. Geht auch. Dann gehe ich zur Realität zurück und du träumst weiter. So. Mail in front. Welches Schild? Das Schild. Liebe Gäste. Okay, Liste. You need the room number? German? Yeah, German, German. Thank you. And I carry German. Yes. Der Sand der Pikster. We're done already, thank you, we did it. One more time. Last. For cheap price, yes. How much price? 30 euro. Ah, you see, I did it. Come, I make 25 minutes. Thank you. Gehen wir ans Wasser weiter? Ja, auf jeden Fall. Wow. Schön, oder?
geiler Wind. Warte, Schuhe aus. Der Sand ist für nackte Füße. Okay, Schatzi. Schön. Wir machen einen Versuch hier. Hallöchen. Autsch. Wir haben euch verarscht, wir sind in Malediven. Oder nicht? Schau mal, Leute. Ist das nicht reiner Beweis? Sind wir angestellt oder nicht? Es fühlt sich so an. Oh, wenn der Wind nicht wäre, würde ich reingehen. Wir können weiter. Wir können weiter gehen. Komm. Was sagst du dazu? Fantastisch. Ist das Wasser heute kälter? Nein. Es fühlt sich kälter an, vielleicht wegen dem Wind. Okay. Oh, hier ist anstrengend zu gehen. Aber trotzdem schön. Schön, ne? Wenn du möchtest, wir können Schuhe hier lassen. Und einfach, Hätten wir auch machen können, dann nur haben wir sie dabei. Ja. Jetzt wehen sie, glaube ich, weg, oder? Glaube ich nicht. Wollen wir sie hier anstecken? Wollen wir unser Handtuch hier lassen? Doch. Genau, das ist gut. Okay. Let's go. Machen wir meine Haare auf. Wobei, ich glaube, das ist... Wow! Dann siehst du mehr, wie der Wind pustet. Ist das fest? Das fliegt nicht weg, ne? Das ist ziemlich... Das ist super fest. Sehr gut, okay. Hey, Marie. Zieh meinen Bauch ein. Ich glaube, ich sollte weiter. Wasser bis längs. Und immer hingehen. Immer gehen. Genau. Ja, geil. Oh, das ist kalt. Ja, ein bisschen höher. Okay, es läuft sich echt schlecht. Oh, hier kann man gut gehen. Mhm. Eigentlich ist hier ja ägyptisches Land. Das gehört ja zu keiner Hotelanlage. Ja, das ist Regierungsland, genau. Und ich darf da so, wie ich aussehe, gar nicht rumlaufen. Oh mein Gott. Es gibt schon ein paar Ausnahmen, oder? Ist mir nur gerade bewusst gewesen. Wie fandest du das Wasser? Hier? Ja, schön. Kalt? Nein. Und du? Ich fand es kalt. Au! Au! Autsch! Oh, das war ein Stein. Oder eine Muschel oder so. Ja. Augen auf. Bei diesem Windstärke, ja, merkst du gar nicht, dass du gerade bräunst, ne? Dass die Sonne dich eigentlich angreift die ganze Zeit. Ah! Die ganze Zeit an, ne? Ja, ja. Das ist das Gefährlichste, ne? Genau, der Wind kühlt dich und jups. Und die Sonne ergreift dich trotzdem. Aber es ist okay, wir sind schon gebräunt, wir verbrennen uns ja, wir sind wirklich, ich bin so stolz auf uns, Baby, wie haben wir uns gebräunt. Ne? Mit Sinn und Verstand diesmal, ne? Ja. Ja. Ist das schön, die Farbe. Sehe ich gerade. Ach, das ist das, was wir eben gesehen haben, ne? Ja. Wow. Was ist da so? Könntest du dich noch mal vorstellen, in Zukunft hier wiederkommen? Ich ja. Ja. Oder nicht mehr? Ja. So grundsätzlich schon, allein des Wetters wegen. Ne? Was? Allein wegen dem Wetter. Wegen dem Wetter, ne? Mhm, wegen des Wetters, ja. Da vorne sind auch noch welche. Was? Steine. Ja,
Weiter, komm. Wird das da tiefer? Aber wie? Was? Wir wollen gucken. Da wollen wir, an der Seite, komm. Nein, es wird das hier tiefer? Ja. Ja, deswegen, das wird tiefer. Ja. Komm. Schön. Oh, das sieht das schön aus. Der Wind, warte. Oh mein Gott, wie schön. Geh dir die Schuhe weg. Zurück. Ja, mach ich gleich. Oh, hier warm. Hier ist wärmer, ne? Oh ja. Oder? Mir taten eben schon die Füße weh. So doll war das. Oh, wie schön. Oh, mit dem Müll ist natürlich nicht so schön, aber egal. Au! Oh. Ja, jetzt müssen wir aufpassen mit den Füßen. Ja. Aber ich habe nach vorne geguckt, das ist nicht so gut. Oh, hier schönes, warm, schöne Wärme. Ja. Das musst ihr unbedingt anschauen. Diese perfekte Welt, die Wirklichkeit nicht gibt. Nicht hier in Ägypten. Ja, ich zeige euch das wahre Ägypten. Was sind wir? 300 Meter entfernt von unserer Anlage? Stimmt. Du bist hier der Meterschätzer. Genau. Und hier gleich ist eine wunderbare Malediven-mäßig. Bucht. Hat ihren Müllhalter, sag mal, meine Lieben. Das ist noch relativ harmlos, ne? Es geht da hinten weiter. Alles, was angespült wird. Genau, komm. Guck mal. Kann hier wahr sein. So ein wunderschönes Gebiet, sowas aber rumliegt, ne, Christiane? Ja, es wird wahrscheinlich, ja, ob was hier entsorgt wird oder angespült wird, wer weiß das, ne? Guck mal das. Widerlich. Widerlich, oder? Mhm. Meine Lieben. Katastrophe. Okay, menschenerzeugten. Genau. Oh, jetzt kommt das türkise Wasser. Hier sieht man das in der Sonne. Schön. Komm, ne? Richtig schön, ne? Das
ein Traum. Man könnte hier in diese Landzunge reingehen und Fotos machen. Schau mal. Siehst du? Du hast im Hintergrund, oder? Ja, sieht schön aus. Die Sonne. Ist also, na komm, das ist eine gute Idee. Oh, hier ist das Wasser auch schön. Ja, sehe. Langsam gehen. Okay. Sieht man das Grüne im Hintergrund? Das ist kaum. Sieht man das? Warte. Komm. Die Sonne ist schön. Ich sink hier ein. Ich gehe hier gerade rein ins Wasser. Aber hier muss man echt aufpassen, weil man fällt hier rein. Ist nicht so schön. Oh, hier sind sie mit den Pferden lang. Hier siehst du Hufspuren. Hier sieht man die Pferdenspur. Und das Gras ist ein bisschen grober hier, ne? Ja, fester, ne? Bisschen fester, ne? Hier können die Pferde besser laufen wahrscheinlich. Schöne Hufspuren, toll. Hier, ne? Ja, man sieht, dass das keine großen Pferde sind, ne? Zarte Hufen. Zarte Hufen. Ein Drache. Was? Da runter. Ah ja, See. Ja. Das ist ein privater Strand oder so, oder? Ja, ist ein Kitesurfen oder so, ja. Ne? Oder ohne Surfen. Drachenflieger, so. Warten, ja, ja. Vor den Spuren kann man sich gut halten. Paradise, Müllheide. Ja. Paradise, Müllheide. Paradise, Liebe. Guten Abend. Guten Abend. Ist er immer noch da in Ägypten? Jetzt erstmal schön essen gehen. Chinesisch. Chinesisch, genau. Und dann fahren wir in die Setzung. Genau, das ist ein Einkaufszentrum. Mhm. Circa ja, 20 Minuten entfernt von hier. Das heißt, wir machen das gleiche wie gestern. Wir gehen vor der Haupt. Eingang und dann holen wir uns einen Bettler, der einfach mit uns unbedingt fahren möchte, weil wir so berühmt sind. Ja, aber erstmal kämpfen wir um den Preis. Genau. Ja, wir wollen da im Einkaufszentrum ein bisschen rumschauen, was die Retten einkaufen von meinem Bruder und ich eventuell was Schönes kaufen. Und du auch, ja, und Lucy auch. Schauen wir mal. Genau. Ja, und das wird alles, ne, sozusagen für heute Abend. Aber bis wir zurück sind, das wird natürlich dauern, oder? Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht setzen wir uns noch mit den anderen an die Bar. Meistens gibt es ja schöne Musik. Und so weiter. Und so weiter. Ist nicht nass, wie immer. Ja, wir haben unseren Treffenort, wie immer. Viertel vor sieben an der Bar, ne? Das ist das Küche. Küche wartet da bestimmt. Dann lass uns mal schauen. Dobry wieczór. Dobry, tu idziemy. Jesteśmy. Jak się czujecie? Daję bić. Tak? To idziemy na kolację chińską. Chin jest z Hojdami. Bardzo wiem, a gra. Zjemy chutego gnoma. Ching chang chong. Magda? Tak. Gotowa na chińskie? Are you ready for Chinese? Ja zawsze jestem gotowa na chińskie jedzenie. Liebe Emma. Ja. Emma bereit, ne? Widzisz, mówię ja? Tylko muszą dać widelce zamiast pałeczek, bo pałeczkami nie damy rady. Ale gdzie mi wolno? Ale na ciebie, co? Nie, 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 nie,
fühlen wärst, ne? Das ist thailändisch. Ja. Ah, thailändisch. Nehme ich an. Also naja. Wieder in die. Ich hoffe, wir gehen nicht nochmal da rein in die Halle. Doch, ich fürchte ja. Anja, ist da wo der Halli? Da. Nein. Ostatnia. Tu jest tajlandzka restauracja. Ale to tajlandzka? Ja nie wiem, gdzie to zapisuje się. Scheiße. Muszę dowiedzieć, gdzie na tą tajlandzką. Bo może być płatna też, nie? Kannst du das hier vielleicht bezahlbar ist, diese thailändische? Das ist möglich, ja. I tam jeszcze jedna jest, też nie wiem, co to jest. Da ist doch eine Restaurant. Bestimmt, das ist... Was ist das denn? Czy to byłeś ty? Jak będziemy wracać po kolacji, to wejdziecie się zapytać. Wenn wir zurückkommen, können wir natürlich fragen, ne? Ja. Was das ist, okay. To ta chińska, co byliśmy, ja już byłam na meksykańskiej u nas. Wolałam nie ryzykować, że głodna wrócę. Nie wnikam, nie wiem, dziękujemy bardzo. Ja, dieses Tier, der immer klopft in, mit der Nase am Baum, wie heißt das? Ein Specht. Specht war das. Woody Woodpecker. Ja, Woody Woodpecker. Entschuldigung bitte. Ja. Heute hat sie gesagt, wir haben einen erwärmten Schwimmbad. Da wo man von Krzysiek rauskommt, der erste links ist erwärmte, gewärmte. Sie ist da rausgekommen oder hat sie getestet, weil die Leute da schwimmen. Es ist warm. No i ciemno, potem dotknęłam tego drugiego, mówię, nie, tamten jest zimniejsze. Ja, silwerba. Ej, to proponuję jutro przed bugami nie iść na plażę, tylko na basen. Posiedzimy z rana z basenia, a później... Zależy jaka pogoda. No, tak sobie pogadałam. Sie sagt, Mama, morgen früh empfehle uns zusammen am Schwimmbad da gehen. Nein, ich möchte Sonne, ich habe gesagt. To jest duży solik. Yes. Muszą się nie puszczą. Ach, hier? Oh. Ania, chodź. Bo ja też kręcę. Hello. Bei mir. Okay. Jest coś ciekawego, żeście znaleźli? Do picia? Tak, sok wyciskany. Jaki? Truskawkowy. A ty Krzysiu, co bierzesz? No też to truskawkę. Ania? Co bierzesz? Piwo. Piwo, bier. Piwo, smutki. Nie wiem, jeszcze nie dostałam karty. A do picia co bierzesz? To co zawsze. Soczek, piwko? Nie piję alkoholu. Soczek. A dla co bierzesz? Sok? Nie wiem jeszcze co biorę. Kurde mać. A to schon was ausgesucht? Speziale? Ich bin, bis jetzt bin ich bei der Suppe. Da ist ja nicht so viel. Was gibt es da Interessantes? Es gibt fein gehacktes, zartes Rindfleisch, Pilzkuchen, Sprossen, Korianderblättern, das möchte ich nicht. Ich werde die frische Gemüsesuppe mit Pilzen nehmen. Das andere ist Zuckermais mit fein gehacktem Hühnerfleisch. Auch nicht schlecht, in Hühnerbrühe. Und Appetizer? Appetizer, Glasnudeln mit Gemüse und Kräutern. Ich werde den gewürzten Hühnerspieß nehmen. Dann gibt es noch Frühlingsrollen und das kostet wieder extra
und da war ich noch nicht. Lemon Chicken, gebratenes Hähnchen mit Zitronensauce oder gebratene Hähnchenbrust mit Erdnüssen und Chili oder frittiertes Hähnchen mit Süß-Sauer-Soße und alles andere ist wieder. Und dann gibt es hier noch Rindfleisch mit scharfer Soße. Das kostet. Dann wieder gebratener Fisch, süß-sauer. Już masz coś? Wiesz co chcesz? Zupę gołową na pewno. Później chicken sobie, taką sałatkę. A nie wiem jeszcze, które drugie danie. A ty, Krzysiu, masz coś już? To ja wezmę to chyba, chicken salad. Chicken salad? Aha. Was haben wir da? Na, Ania, szczepczy. Ania, co to jest, ostre? Bardzo ostre. Co to jest? Bardzo. Chili sauce. Ok. Chili sauce. Muszę powiedzieć? Ok. Ostra. One. Ok. Thank you. Ja lubię ten sos. No, no. One more strawberry. One more strawberry. Ah, yes, sorry. Super, thank you. Mm. Aber geil. Das ist schon schön, ne? Warte mal. Ist auch dabei? Und deins, Christiane? Sehr gut. Besser als da. Gut. Ehrlich? Ja. Ich nicht so. Nie chcę. Ale ja nie chcę. Nie, ale będzie pikantnie. Też. Będzie pikantnie dzisiaj. Okej, okay, Zofie. Co tu dali? O. Dia. Ale ostre, uważaj bardzo. Czy spój? To jest Zek. Lepsze jak mój sos. Posadzisz. Kolej. Ostre? Czekaj. Okej. Zaraz przyniesie jeszcze, bo pijmy jedne. Pijmy jedne? Ale czy nie to może być jeszcze? Light. Mild. Finde ich. Ja, ja. Ist nicht sehr stark, ne? Na miejscu ich smażę. Follow me. Lexu? Yes. What's up? Bipsu, two times. Okay. Okay. Was ist? Chicken sweet. Chicken corn soup? Was ist? No soup. And you? And you. Chicken sweet corn. And a meat, beef, salt, west leg. Beef soup, yeah? Chicken soup. Yes. Chicken? Jetzt warte ich auf offizielle Probe. Soll ich schon probieren? Ja, bitte. Beef. Such das Hähnchen. Wenig, ne? Kein Nudel, gar nichts, ne? Das ist Mais drin. Ja, das steht auch drauf, ne? Tam jest kukurydza w środku, ta zupa. Ta. Ktoś pisała. Ona mówi, trzeba szukać mięsa, nie ma. Mamy zupę. Tak. Yes, what? We got soup now. Yes, very nice. Yeah, for me too, beef. Bohnen, das kann vielleicht. Jak smakuje, Ania? Dobra. Sehr gut. Willst du es probieren? Achso, soll ich? Ja. Fleisch und eine Bohne. Ich glaube, das ist ein bisschen würzig. Okay. Ich probiere es.
Gut, aber muss man gute Würze. Ja. Salz und Pfeffer. Hat das voll? Also bist du nicht super. Ja, ich hab schon gemischt. Das war Pfeffer, ne? Alles gut, danke. Gut, danke. Dankeschön. Dankeschön. Probieren? Ja. Gut. Besser? Sehr schön. Sehr gut. Darf ich nochmal testen? Bitte. Jetzt, wo du ein bisschen gewürzt hast. Viel besser. Jak się smakuje zupa? Okej, okay, może być. Dobra. Milana, jak się smakuje, dobra? Moje smakuje woda. A beef smakuje mi dobrze. Ania, próbowałaś już zupę? Tak, dobra. Moja jest dobra. Twoja lepsza. Tak. A tobie jak smakuje zupka? No, sorry. No to wina jest dobra, ta fasola też, ale sama zupa smakuje jak woda. A tobie Daruś? Okej. Okay. Dobra zupa? Dobra. A mówiłam, żebyś okay. pisała, a nie szukałam. Spring rolls. Drei Stück, bitte, probieren mit dir, Tassi. Für die Soße vielleicht dazu? Ja, natürlich, das, deswegen wollte ich beibehalten. Gut, sehr schlau. Das war sehr gut. Guten Appetit. Wie smakuje? Co tam, masz? Kurczaczka z sosem, curry, super, pyszne. Super, nie? Sie sagt, es ist super lecker. Und sie beschmeckt sehr das Chicken Rolls, ne? Hey. Spring Rolls. Spring Rolls. Ich habe auch gerade probiert. Super gut. Kannst du jetzt mal gucken? Komm. Christiane hat doch hier noch, oder? Das kommt gleich. Das kommt gleich. Dein Essen sieht absolut schön aus, finde ich. Also ich finde schöne auch. Schöne Farbe. Ja. Ist das Beef? Das ist Beef, ja. Lecker. Co to masz, Michał? Zamówiłeś? Miętowe masz. Miętowe? Opelina jest pieczalana. Albo wiesz, tak. Wygląda, patrzę. Została. Dobrze wygląda. Co zamówiłaś? To jest bardzo pikantne. Tak? Kurczak z orzeszkami. Super. A ty co zamówiłaś? A tutaj czekam na sweet chili kurczak. Okej. Okay. Krzysiu, co masz? Jak ci kurczak? Nie wiem, sweet troszkę. Bardzo dobre. A ty co powiedziała? Powiem ci, że chyba chińska najbardziej trafiła tak. do mojego gustu. Tak, mi też. Sieht echt schön aus. Oh, meine sieht auch toll aus. Guck mal. Ja? Hat was. Sag mal meine. Guck mal, du hast einen gebratenen Reis. Ich hab den gedacht. Toll. Sieht gut aus, ne? Die hat gebackenes Gemüse und frittiertes Gemüse. Frittiertes. Frittiertes. Ah, frittiertes. Mmh. Oh my god, ich bin begeistert. Pikant nimmer, gell? Das ist doch gut, komm ich hab. Gut, ne? Sehr gut. Christiane. Mach mein Fieber. Ey, tatsächlich ist es super. Jej, bardzo dobre. Das hat man. Probieren wir das. So, jesteśmy po kolacji. Pysznej kolacji. Smakowałam bardzo? Tak, chińska. To. Dokładnie. Pyszna była. I teraz z naszym planem jechać gdzie? Do jakiegoś do centrum handlowego. Chcemy po prostu zobaczyć co tam mają, tak? Tak, zobaczymy. So, nach der Essen, wir fahren jetzt so ein bisschen einkaufen, sehen was los ist. Na jedzeni, a seid ihr alle satt? Na jedzeni. Tak, na jedzeni. Bo, tak mam pisane? Na jedzeni. Na jedzeni? Na jedzeni, tak. O, na jedzeni. Aż za dużo, nie? Ach, zu viel, sagt er. Wir kommen an die Tour. Gleich ran, zaraz do bramy głównej. Będą się nas pytali, pokój, nie? Tak, wiadomo. Tak, tak, tak. Number. Number? Yes, thank you. How much do you want to send some all? What? Send some all. Send some all. How much? Yeah, how much? How much? We are six people. How much do you want? Five people. Yes. Five people. 1, 2, 3, 5. Yes. Yeah. How much to send some all? €5. Also mit Chili 5 Euro. Po 1 Euro na osobę. Ile? 1 Euro na osobę. Jeden, no, okej. Okej.
Ale co, Krzysiu idzie do przodu, bo nie jest duży. Ale jedziemy motorem. Wszyscy no tak, my jedziemy. Ja z dziewczyną jadę motorem. And you can... Powiedz mu, że motorem wszyscy. Pozbawili people, it's okay. And then you can pick us up. After you can pick us up, if you want to. You can pick us up later, hey. If you want to. A motors, wszyscy, motor. Yeah, yeah. All right. Okay. Okay, ty z przodu, da. Tak, ja z przodu? Tak, tak, bo ty duży. Okay, ja, 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 auf jeden Fall. No, siadaj. Okay. Danke. Ja jestem też dużo, to ja muszę dobra. Bardziej, bo... Lucy, nie wierzę, mnie wyrzucicie. Oh. Ich hab mich angeknackt, ihr wisst, ne? Yes. Yes, okay. Nie, 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 jeszcze nie jestem. Jeszcze... Kuszy! Tulimy się! Satalana! Satalana! Yes! Satalana! Sensamol! Willkommen! Witamy, witamy! To jest dobry sklep, to jest tak jak polski H&M. Gdzie zaczynamy? A nie wiem. Gdzie chcecie, obojętnie. S-Bahn Hain, ja? Ja. Tam do środka, chodźcie. No. I give my heart. Wszystkiego tu jest dużo, co? No. A to jest taki duży sklep jak... Market. Market, Kaufland. A tu my chcemy wejść do marketu. Okej. Okay. Misiek, tu jest market, taki duży market. Das ist dobry real. Wolle wir rein? Kurz? Das ist dobry real. Waren wir da schon mal? Jetzt schon? Ich war noch nie mit dir. Du warst da, deine Kinder, ne? Das sieht aus wie der in Polen. Wo wir waren. Ja, dann war ich mit meinen Kindern hier. Ja, was, ne? Chcecie wejść, tak? Czy coś tak chcemy. To my poczekamy. Okay. Was ist das denn? Oreo. Das ist Cadbury Dairy Milk, die ist richtig teuer. Sieht lecker aus, ne? 80 groszy. Po ile batony były? 80 groszy, tanie były. Tanie, tak? 80 groszy, no. Z 20 euro cent. Za baton. No to o wiele tanie. Byliście już w tym sklepie kiedyś w ogóle? Nie. Ogromne, fajne. Ogromne, nie? Tak, nasz polski ten Kaufland, czy... Tak, na przykład, tak, na przykład, no. Chcesz zapłacić? My kartą za wszystko płacimy tutaj. Normalnie kartą, no. Bo w tych egipskich lepiej wychodzi. Nam się to opyla, bo my sobie... Ja jak pierwszą opłatę zrobiłem za czapki, to też sprawdziłem na koncie, ile ściąga, nie? Czyli nie ma problemu. Nie, bardzo dobrze, fajnie jest tutaj. Pochodzimy sobie trochę, zobaczymy, co jeszcze jest, nie? Spokojnie. I na koniec do tego, do McDonalda, na hamburgera chociaż. A wrócić burgera, żeby spróbować, jaki tu jest po prostu. Dobra, może pójść. Tu tanie są, więc... To no logo, spoko, spoko. Za parę groszy to weźmiemy. Spoko. Chociaż jednego cheeseburgera. Spoko. Jakie ceny są? Jakie ceny są? Właśnie patrzę. Ej, tu jest tanio, zobacz. 27 zł zestaw, mega zestaw. Taki duży zestaw, 28 zł. Tak? Ja ciebie świecił przed chwilą. O, to nie jest źle. Nie, to tanio, tanio. Tanio. Bo to 5 euro. Tanio. Tutaj, poczekaj, jest to w tym kolisie. No dobra. To my też wejdziemy sobie. Okej. Okay. Trzymaj. Jak what's your name? Wyjazdu? Yes. Yeah? They're good, yes. We are Isaac. Roman. Roman. Krzysztof. Ali. Ali, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Very nice, thank you. Don't speak to me in English and Dutch.
Yes. Wie heißt du? Sima Uche. Uche, ne? Oh, hey, duty free. Hotche. Lass eben. Pa, duty free. So was. Duty free, Zigaretten. Ah, wenn ich mal so schön heute das. Nee, duty free? Nee. Nein, duty free, komm. Ja, ci siete troppo da ma? Guarda, eh. Geht das so? Ja.